Ja, heute angekündigt lange, erstes Netzsprech interaktiv. Jetzt muss ich erstmal gucken. Ich hoffe, ihr könnt mich hier vernünftig sehen. Ihr hört mich leicht verschnupft. Ja, und das in Corona-Zeiten. Passt auf. Folgendes ist passiert. Ich habe, wie der eine oder andere von euch mitbekommen hat, habe ich mich vorgestern am 14. freiwillig isoliert. Einfach deswegen, weil ich der Meinung bin, schon damals gewesen bin und auch schon länger gewesen bin, umso weniger Menschen auf der Straße unterwegs sind, umso besser, weil dann diejenigen, die wirklich gefährdet sind, besser geschützt sind. Weil egal, ob man es kriegt oder nicht kriegt, wir können alle Überträger sein. Und dementsprechend ist es immer ganz gut, soziale Kontakte, soweit es geht, zu reduzieren. Wird seit ewigen Zeiten von den Wissenschaftlern gepredigt. Es hat sich jetzt so langsam auch durchgesetzt bei der Bevölkerung. Also dementsprechend werde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr angeguckt, wie die Kuh beim Do die guckt, wenn es donnert und blitzt. Ja, so viel dazu. Ich kann nur sagen, war gut, dass ich mich isoliert habe. Ich bin jetzt schon, entschuldigt, Reizhusten, schon die ganze Zeit am Husten und Co. Ich glaube nicht, dass es Corona ist. Also heute erstmal so viel dazu. Aber ich habe jetzt Schniefnase und alles. Und auch solche Kleinigkeiten, so Schnupfen und Co., können jetzt eben auch für ältere Menschen und für andere Gruppen zusätzlich belastend sein. Das muss ja nicht sein. Da ich sowieso isoliert bin, warte ich jetzt erstmal ein bisschen ab, gucke, wie sich das alles entwickelt und gucke mal, ob ich im Laufe der Woche vielleicht mal meinen Hausarzt irgendwie telefonisch erreichen kann, um dann mal mit ihm abzusprechen, was er so denkt. Wie ihr hört, kann aber passieren, dass meine Stimme weggeht. Und ich habe aufgrund der ganzen Entwicklung jetzt in Sachen Corona-Epidemie auch so ein bisschen gedacht, wir ändern mal ein wenig das Programm. Ursprünglich vorgeschlagen hatte ich ja Freundschaftsanfragen und Kontaktanfragen. Und ich habe jetzt auch darauf verzichtet, mir irgendwie eine PDF fertig zu machen dafür. Denn ich denke, da können wir einfach ganz normal drauf eingehen. Ich kann das mit euch jetzt besprechen. Wer möchte, kann auch interaktiv mit reinhuschen und gibt mir dann ein Zeichen, ein Klick, Klick, Klick. Ich kriege das dann mit, wenn ihr hereinkommt. Jetzt muss ich mal gucken. Ich hoffe, ich habe euch. Ja. Wenn ihr in der Veranstaltung guckt, auf meiner Fanpage in der Veranstaltung, da gibt es die, in Anführungsstrichen, die Tickets. Da kann man, habt ihr euch das besorgen können. Ansonsten gibt es nachher wieder die Aufzeichnung auf der Facebook-Fanpage und mit etwas Verzögerung auf YouTube und auf der Webseite. Nichtsdestotrotz, auch in solchen Zeiten, die einer absoluten Ausnahmesituation wahrscheinlich entsprechend für die meisten von uns, geht das Leben ja in irgendeiner Form weiter. Also arbeiten wir mal, soweit es geht, weiter und passt natürlich jetzt online ganz gut. Trotzdem werde ich mich in Sachen Freundschaftsanfrage, Kontaktanfragen etwas kürzer halten. Ich glaube, ich halte es momentan für sinniger, jetzt häufiger online zu gehen und dann das ein oder andere Thema spontan einfach abzuarbeiten. Ihr habt vielleicht mitbekommen, ich habe jetzt auch eine kleine Gruppe eröffnet, die sich komplett um die beruflichen Themen rund um die Corona-Pandemie drehen, aber auch um private Themen. Also um solche Sachen wie, was müssen Selbstständige jetzt wissen? Was müssen Künstler jetzt wissen? Wie sieht es aus bei Pastorinnen und Pastoren? Gibt es da Hilfe? Und wo findet man was? Wie arbeitet man online? Und ähnliche Dinge. Ja, also ich kann es nur jedem raten, habe ich ja schon länger gemacht. Wer sich erinnert, ich habe schon vor sehr, sehr langer Zeit darüber spekuliert und den Rat gegeben, sich Gedanken zu machen. Ich glaube, das war, ja, ist schon einige Wochen her, dass die Olympiade eventuell dann auch ins Wasser fällt. Und da wurde ich zu dem Zeitpunkt noch belächelt. Ich hielt es damals für sehr wahrscheinlich und ja, dementsprechend. Lasst uns online weiterarbeiten. Ich werde jetzt also Stück für Stück einfach mal so Dinge sammeln, die wir dafür brauchen. Gibt es sehr viele Angebote im Moment. Das, was ihr jetzt gerade seht, ist Zoom. Zoom ist relativ bekannt. Wer es noch nicht kennt, sollte es kennenlernen. Es gibt erstmal eine kostenfreie Variante für alle, die einfach nur 1:1 Gespräche führen möchten.
mit Oma, Opa oder auch das machen möchten, was ich schon vorgeschlagen habe, die Online-Betreuung auch digital zu gestalten zwischen den Enkelkindern und den Großeltern. Also in der Form, dass man beiden Seiten den PC anmacht und dann auf beiden Seiten das Internet anmacht. Moment mal, es fällt mir gerade was Wichtiges ein. Ja, tatsächlich. So, jetzt noch mal eben kurz überall gucken hier. 1, 2, 3. Ich hoffe, es klappt jetzt. Ja. So, ich hoffe, ihr hört mich jetzt besser. Irgendwie, seitdem ich hier ein paar Einstellungen geändert habe, will er nicht mein Headset nehmen, sondern springt auf die Lautsprecher vom PC um. Und das habe ich leider erst nach der letzten Aufnahme festgestellt. Aber jetzt gerade noch mal dran gedacht. Ich bin ein wenig so erkältungstechnisch durch den Wind. So, wo war ich? Online-Betreuung. Hatte ich euch ja vorgeschlagen, auf beiden Seiten PC anmachen, auf beiden Seiten reingehen ins Online-Streaming und dann schlicht und ergreifend die Großeltern auf der einen Seite am PC und die Enkelkinder in einem Zimmer, wo der PC drin steht, sodass dann die Eltern unbesorgt einfach auch mal aus dem Haus gehen können, arbeiten gehen können und wissen, meine Großeltern sind zwar nicht physisch im gleichen Raum wie meine Kinder, aber dafür können sie dann trotzdem, sie sind online mit dabei, sie können dann eben auch mal ein bisschen verbal eingreifen, wenn meine Kinder irgendwie Quatsch machen. Meine Kinder hören auf meine Eltern, also dementsprechend funktioniert das auch irgendwie. Das geht meiner Einschätzung nach so ab dem Kindergartenalter, spätestens ab dem schulpflichtigen Alter, also spätestens ab 6 Jahren. Ich hoffe, dass die Kinder heutzutage immer noch so drauf sind. Also spätestens ab 6 Jahren sollte das eigentlich möglich sein, dass man mal ein Kind in einem Zimmer lässt und dann sagt, wenn irgendwas ist, PC weißt du so und so funktioniert's und Oma und Opa sind auf der anderen Seite, wenn du mal was zeigen willst, wenn du mal was fragen willst und so weiter. So, das zum einen. Dann sind jetzt viele da draußen, die mit Online-Arbeiten noch nie was zu tun haben, hatten, die jetzt vielleicht von Kollegen, Arbeitskollegen gedrängt worden sind. Ganz, ganz viel passiert über Facebook. Über Facebook können wir ganz, ganz viel machen. Ich sehe gerade, die Bildqualität ändert sich hier. Was ist denn heute hier los? Die wissen wahrscheinlich erstmal überhaupt nicht die Grundlagen von Facebook. Dazu einfach mal ein paar grundsätzliche Dinge. Es gibt zum einen gibt es Facebook-Profile und es gibt Facebook-Seiten und es gibt Facebook-Gruppen, Veranstaltungen und auch so einige andere Dinge. Die wichtigsten Positionen sind das Facebook-Profil und die Facebook-Fanpage. Da kommen wir schon mal gleich auf den Punkt mit der Freundschaftsanfrage. Beide Sachen kannst du wunderbar dadurch unterscheiden, dass du bei der Fanpage folgen kannst. Also dann siehst du da so einen Button, folge mir, gefällt mir. Und bei der normalen Chronik sind es Freunde. Da kannst du eine Freundschaftsanfrage zuschicken. Wieso bekommst du eventuell Freundschaftsanfragen von Leuten, die du gar nicht kennst? Das hat etwas mit einmal mit deinem Profil zu tun, dann mit dem Algorithmus von Facebook, mit den Geschäftsintentionen von Facebook und auch mit dem Sinn und Zweck von sozialen Netzwerken an sich. Das, was ich jetzt sage, kannst du auch auf die anderen Netzwerke übertragen. Da nennt sich das dann nicht Freundschaftsanfrage, sondern da nennt sich das dann in der Regel Kontaktanfrage. Und irgendwas versemmelt mir hier jetzt gerade die Übertragung. Ich sehe es, sieh es. Es geht leider von etwas runter und ich weiß im Moment nicht warum. Na gut. Lässt sich nicht ändern. Wir versuchen unser Bestes. So. Entschuldigt. Also, das kannst du dann übertragen auch auf sämtliche andere Netzwerke. Wer schickt dir Anfragen, obwohl du die Person überhaupt nicht kennst? Wieso kommen die auf diesen Nenner? Wieso schicken die dir irgendetwas, obwohl du die Leute gar nicht kennst? Gehen wir mal alle Positionen durch. Erstens, jemand sucht nach einem bestimmten Begriff.
innerhalb des jeweiligen Netzwerkes. Sagt beispielsweise, ich möchte sämtliche Personen innerhalb dieses Netzwerkes einmal durchsehen, die in der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers beschäftigt sind oder die selbstständig sind im Bereich Gastronomie oder die Künstler suchen oder die Veranstaltungsräume anbieten. Gibt es ja unzählige verschiedene Möglichkeiten. In dem Moment, in dem diese Suchanfrage gestellt wird, wird dieser Suchbegriff durch die Datenbank des jeweiligen Netzwerkes geschickt. Und im Hintergrund wird abgecheckt, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass da eine Beziehung besteht zwischen der anfragenden Person, also zwischen dir, und den Profilen, die vorhanden sind. Und da wird einmal zugrunde gelegt, natürlich der Suchbegriff, ob der in dem jeweiligen Profil irgendwo auftaucht, wie beispielsweise berufliche Tätigkeit, Arbeitgeber und so weiter. Entschuldigt. Aber auch solche Dinge wie, sind der Fragesteller und die anderen Profile, sind die beispielsweise in der gleichen Stadt geboren worden? Sind die am gleichen Ort zur Schule gegangen? Hatten die gleichen Arbeitgeber? Haben die eventuell gleiche Interessen? Und umso mehr Matchpointe, also umso mehr Matchpoints, umso mehr Übereinstimmungspunkte es gibt, umso größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass dein Profil der Person, die die Suchanfrage gestellt hat, vorgeschlagen wird. Als Freundschaftsvorschlag oder als vorgeschlagener Kontakt. Diese Person könnten Sie kennen oder erweitern Sie Ihr Netzwerk. Das sind dann so die üblichen Dinge, die von dem jeweiligen Netzwerk dann vorgeschlagen werden. Warum machen die Netzwerke das? Die Netzwerke haben ein Interesse daran, dass die jeweiligen Gemeinschaften, die man innerhalb eines Netzwerkes schließt, also die Kontaktnetzwerke, die jede einzelne Person aufbaut, möglichst groß werden. Denn umso größer ein jeweiliges soziales Kontaktnetzwerk in einem Netzwerk jeweils ist, also beispielsweise du, deine Verwandtschaft, deine Freunde, deine ehemaligen Mitschüler, deine ehemaligen Kollegen, ehemalige Mitarbeiter und so weiter, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dich länger in dem jeweiligen Netzwerk aufhältst. Und umso länger du dich in einem Netzwerk aufhältst, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du in irgendeiner Form Werbung beispielsweise zur Kenntnis nimmst. Seien es jetzt Werbung, die eingeblendet wird, Werbung, die dir im Messenger, in den verschiedenen Messenger-Systemen zugesendet wird oder die du sonst in irgendeiner Form vielleicht auch selber suchst, indem du selber Suchbegriffe eingibst. Und umso höher die Wahrscheinlichkeit ist, dass du Werbung zur Kenntnis nimmst, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du auf Werbung klickst und umso größer ist damit dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass ein Werbender, also ein Unternehmen oder ein Selbstständiger oder eine Organisation, die eine Werbeanzeige geschaltet hat, dass die dann mit dem Ergebnis zufrieden ist. Umso mehr Personen da eben sagen, ja, das ist ein interessanter Beitrag, das ist eine interessante Werbeanzeige, hört sich ganz witzig an oder hört sich spannend an, könnte was für mich sein und draufklicken, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Person, die draufklickt, zufrieden ist und auch die Person zufrieden ist, die die Werbeanzeige geschaltet hat und dadurch eben motiviert ist, auch spätere Anzeigen zu schalten. Umso größer diese Zufriedenheit ist, die allgemeine Zufriedenheit, umso größer ist auch die Zufriedenheit mit dem jeweiligen Netzwerk, sei es jetzt Facebook, sei es Xing, LinkedIn, Pinterest, Twitter, welches Netzwerk auch immer. Und umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du noch mehr Budget in das jeweilige Netzwerk hineingibst. Das ist also die Intention des Netzwerkes. Warum das Netzwerk ein großes Interesse daran hat, dass du Kontakte auf dem jeweiligen Netzwerk knüpfst,
da deine Verbindung aufbaust, deine Verbindung vertiefst. Und, ja, sollte ich nicht machen. Deine Verbindung vertiefst. Und dann eben, ich bin heute wirklich neben der Spur, deine Verbindungen vertiefst und dich dadurch, genau, das wollte ich sagen, und dich dadurch länger wieder in dem jeweiligen Netzwerk aufhältst. Also das ist die Intention seitens des Netzwerkes. Welche Intention hat jetzt diese fremde Person, dir etwas zu schicken? Also die fremde Person hat ja einen Suchbegriff eingegeben und ist danach dann der Meinung, ja, mein Suchbegriff und das Suchergebnis, in dem Fall dein Profil, haben eine große Übereinstimmung, könnte eine zukünftige Interessentin, eine zukünftige Kundin, ein zukünftiger Kunde von mir werden. Oder vielleicht auch ein Kooperationspartner, ein Geschäftspartner oder sonst etwas. Was auch immer da gerade eingegeben wurde als Suchbegriff, warum dein Profil jetzt auftaucht. Es kann genauso gut auch sein, dass jemand Mitglieder für den eigenen Verein sucht, wie beispielsweise Angler-Enthusiasten, Leute, die gerne angeln oder Motorradfans oder ähnliche Dinge. Entschuldigung. Also solche Dinge. Die Intention von der anderen, von der fremden Person, ist es also, Kontakt mit dir aufzunehmen. Da gibt es einmal die gewerblichen Kontakte, dann gibt es die reinen Netzwerkkontakte. Das ist für mich ein großer Unterschied. Das heißt für mich dann beispielsweise, dass Interesse besteht, sich untereinander auszutauschen, gegenseitig Tipps zu geben, sich gegenseitig zu unterstützen. Das ist also der Unterschied zwischen, ja, ich sag jetzt mal, Personen, die dein Profil jetzt verwechseln mit einer Plakatwand, wo Werbung angeklebt werden kann, und dem Netzwerken. Also das ist der Unterschied. Welches Interesse könntest du haben, völlig fremde Personen in dein Netzwerk aufzunehmen, also als Freund zu akzeptieren oder als beruflichen Kontakt zu akzeptieren oder sonst wie in deine Netzwerke zu lassen? Welches Interesse könntest du da haben? Dein Interesse besteht darin, sozial zu interagieren. Deswegen bist du in einem sozialen Netzwerk unterwegs. Hoffe ich jedenfalls für dich. Ansonsten bist du in den sozialen Netzwerken wirklich falsch. Wenn du nicht miteinander kommunizieren möchtest, wenn du nicht ins Gespräch kommen möchtest, wenn du dich nicht austauschen möchtest, dann ist ein soziales Netzwerk nicht der richtige Ort für dich. Da wirst du dann immer das Gefühl haben, du wirst in irgendeiner Form bedrängt. Irgendjemand will etwas von dir, obwohl du gar nichts von dem willst. Und was wollen die alle? Warum kontaktieren die mich alle? Will gar nichts von denen. Dieses Gefühl wirst du dann haben. Und zwar in dem einen oder anderen Netzwerk stärker, weil das vom Algorithmus her so aufgebaut ist. Und in anderen Netzwerken läuft es dann etwas gelassener, sage ich jetzt einfach mal. Also für dich ist zum einen natürlich das Interesse die soziale Interaktion. Und da empfehle ich, immer auch so die eigene Bubble so ein bisschen zu verlassen. Also Kontakte aufzubauen, die einerseits ja mit dir und deinen Interessen übereinstimmen. Also sei es jetzt private Interessen wie Hobbys, gemeinsame Vereinsbesuche, gemeinsame Aktivitäten und auch berufliche Interessen wie wir sind in der gleichen Branche unterwegs, wir sind zwar Mitbewerber, aber sind in zwei unterschiedlichen Ländern unterwegs oder wir sind Mitbewerber und sind aber mit unterschiedlichen Schwerpunkten unterwegs und könnten uns gegenseitig ergänzen. Das ist also eine gute Möglichkeit, einfach da so ein bisschen, das ist das eine, also so das Übliche, gleich und gleich gesellt sich gern. Wichtig wäre dann, dass du an Folgendes denkst, das weiß natürlich auch der Algorithmus. Der Algorithmus ist ebenfalls so aufgebaut und wird dir dann immer Leute anzeigen, die diesen Interessen entsprechen. Daher ist es wichtig, deine Interessen für den Algorithmus und auch für dich, für deine persönliche Entwicklung und für deine geschäftliche Entwicklung breit zu streuen.
Das heißt also, dass du in dem Fall dann eben auch Kontakte aufbaust zu Personen und zu Seiten, zu Fanpages oder zu anderen Social-Media-Konten, die von Firmen aufgebaut sind, die von Unternehmern, von Selbstständigen aufgebaut sind, von NGOs und Co., die dich nicht so interessieren, aber wo du denkst, das wäre dann, es ist weder links noch rechtsradikal, es ist innerhalb des normalen demokratischen Spektrums und es wäre nicht so dein Ding, aber trotzdem ist es mal ganz interessant, da mal reinzuschnuppern und mal eine völlig andere Perspektive kennenzulernen. Also, ich bewundere beispielsweise den völligen Enthusiasmus von Fußballfans. Ist nicht so meine Welt. Oder auch von Autofans, auch groß. Es gibt ja auch wirklich so die Opel-Freunde, VW-Freunde und so weiter. Entschuldigt. Und ja, also ich bewundere das. Das ist sehr viel Engagement, was da drin steckt. Ich kann es emotional nicht nachvollziehen. Dass man so ein Faible, so ein Steckenpferd hat, absolut, habe ich auch. Da nennen mich auch alle völlig bekloppt. Bei mir ist es dann so in Richtung, ich bin Trekkie, ich bin Science-Fiction-Fan, was so die neueren Serien angeht oder auch so Cineastin, also alles, was so an alten Fernsehserien so auf dem Markt war. So alte Western, Krimiserien, Kojak, Bonanza, ja, das ist so etwas, wo ich dann wirklich für in Flammen stehe. Das ist also etwas, was mich sehr interessiert. Und da weiß ich ganz genau, dass das für andere Leute völlig uninteressant ist. Ja, also das kann ich durchaus nachvollziehen. Aber halt das eigentliche Thema ist jetzt überhaupt nicht so meins, aber trotzdem finde ich es ganz interessant, wenn mir dann jemand beispielsweise mal erklärt, wie ein bestimmtes Ersatzteil für sein Auto gefunden hat. Oder wie lange er gesucht hat, um eine bestimmte Fußballerkarte zu bekommen, irgendwie ein Andenken zu besorgen und wie lange er dafür gearbeitet hat und so weiter. Darüber, finde ich, können wir uns sehr gut unterhalten. Es läuft die Nase und das live. Entschuldigt. Ich kann ja einen Moment. Ich nehme es mit Humor. Ja. Oh yeah. Also das ist der Grund, warum du auch von völlig Fremden etwas annehmen solltest, an Kontaktanfragen und an Freundschaftsanfragen. Was ist dabei zu beachten? Du solltest natürlich nicht alles wild annehmen, sondern es sollte schon einen gewissen Sinn ergeben. Was macht Sinn, was macht keinen Sinn? Erst einmal, überhaupt keinen Sinn machen natürlich Fake-Profile. Wie erkennst du ein Fake-Profil und wie erkennst du Profile von Menschen, mit denen du eher nichts zu tun haben möchtest? Wenn du hier auf Facebook unterwegs bist und dann eine Freundschaftsanfrage erhältst, dann empfehle ich dir erst einmal zu klicken auf das Profil. Noch gar nichts annehmen, erstmal auf das Profil zu klicken und dir das anzuschauen. Wie sieht dieses Profil aus? Ist das Profil erst in den letzten 2 Wochen entstanden? Was ist dort drauf zu sehen? Sind da einfach nur das Profilbild und das Titelbild und das ein paar Mal gewechselt? Sind da Kommentare von anderen und wenn ja, von wem? Also sind es immer die gleichen oder sind das ganz viele? Sieht man da eine Abonnentenzahl? Sieht man eine Freundeszahl? Das ist der erste Einblick. Der zweite Einblick, du gehst in die Dinge, die derjenige mit gefällt mir markiert hat. Also, in welchen Gruppen ist der gute Mensch unterwegs? An welchen Veranstaltungen hat er teilgenommen? Wie sieht das aus? Was hat er geliked? Also wenn jemand bestimmte Publikationen bevorzugt und du dann weißt, aufgrund des Titels ist dir schon mal untergekommen in bestimmten Milieus, dann weißt du ganz genau, dass derjenige sich wahrscheinlich sehr dafür erwärmt für ein bestimmtes Thema. Sei es jetzt links, sei es jetzt rechtsradikal oder sei es sonstige, irgendwelche extremistischen Haltungen von
die Erde ist Flachbewegung und ähnlichen Dingen. Da findest du einfach so bestimmte Schlagworte. Die siehst du dann auch und dann kannst du für dich dann entscheiden, ob du dich dem aussetzen möchtest oder nicht. Also was auch sehr beliebt ist bei, wenn du ein Mann bist, wird es dir häufiger passieren, dass dir halbbekleidete Damen entgegenlächeln in sehr aufreizender, sich regelnder Pose, die Selfies von sich selbst machen und die dir dann anbieten, dass man dann Gespräche im privaten Bereich weiterführen kann. Wenn du als Frau unterwegs bist, wirst du ähnliche Dinge wahrscheinlich auch schon erlebt haben, bloß andersherum, dann wirst du kontaktiert werden von Personen, die sehr häufig in Uniformen zu sehen sind, die sehr häufig immer so die gleichen Interessen haben wie so 2, 3 Fußballvereine, dann so typische Sachen, auf die Frauen ja angeblich alle so stehen, also so Schmalzserien und Seiten, in denen es nur um Sprüche geht, schöne Sprüche und ähnliche Dinge. Daran kannst du dann erkennen, dass die männliche Person, die da auf dem Foto dargestellt wird, wahrscheinlich gar nichts von seinem Glück weiß, dass das Foto dafür benutzt wird. In dem Fall einfach mal gucken, was ist sonst noch so auf der Chronik. Und dann in beiden Fällen, egal ob du Mann bist oder Frau bist, wenn dir solche Fake-Profile unterkommen, tu uns allen in der jeweiligen Community den Gefallen und melde das jeweilige Profil. Das ist ganz wichtig, damit diese Profile dann von dem jeweiligen Netzwerk herausgefischt werden können. Das ist also das eine. Dann das zweite. Freundschaftsanfragen, Kontaktanfragen. Sehr wichtig ist Folgendes. Da möchte ich drum bitten, das zu berücksichtigen. Es gibt unterschiedliche Arten und Weisen, wie du feststellen kannst, ob die Freunde, die du in einem bestimmten Netzwerk hast oder die in deinem normalen Offline-Umfeld sich befinden, ob die auch in anderen sozialen Netzwerken unterwegs sind. Die eine Möglichkeit lautet, du gehst in das jeweilige Netzwerk auf dein jeweiliges Profil und guckst dann, da ist dann die Möglichkeit, suche deine Freunde auf Pinterest, suche deine Freunde auf Facebook, auf Instagram. Das kannst du bedenkenlos tun, weil jede Person in jedem Netzwerk für sich persönlich die Privateinstellungen einstellen kann, ob das eigene Profil in anderen Netzwerken angezeigt werden darf. Und ob das eigene Profil, die eigenen Kontaktdaten abgeglichen werden dürfen. Das ist also eine Möglichkeit, die ist regulär und die finde ich auch völlig in Ordnung, weil ja jeder ein mündiger Mensch ist und wenn jemand sagt, ist in Ordnung für mich, dass meine Freunde mich dann auch auf Instagram finden oder auf Pinterest finden oder auch auf Zing finden, ist das völlig in Ordnung. Was allerdings ein No-Go ist und da möchte ich wirklich drauf aufmerksam machen, ist, dass die sozialen Netzwerke auch Folgendes anbieten. Dass die sozialen Netzwerke auch anbieten, vergleiche deine Adressbücher, meine Güte, vergleiche deine Adressbücher ab, ob die deine Kontakte aus deinem Kontaktadressbuch auf deinem lokalen PC oder auf deinem Smartphone, ob diese Adressen auch bei uns in unserem jeweiligen Netzwerk schon vorhanden sind. Das ist ganz toll, dann findest du sofort deine Freunde. Ich sage mal Folgendes, wer das macht mit Kontaktdaten, die er von mir bekommen hat, der hat bei mir persönlich verschissen bis in die nächste Steinzeit. Warum? Wenn ich möchte, dass ein Netzwerk meine kompletten E-Mail-Adressen bekommt und Kontaktdaten bekommt, meine Adresse bekommt, meinen Namen bekommt, dann melde ich mich selbst bei diesem Netzwerk an. Und ich finde es einfach ein absolutes Unding, wenn irgendjemand, der meine Kontaktdaten hat, sein Adressbuch
mit einem Netzwerk abgleicht und damit einem anderen Netzwerk als dem, in dem ich ihn kennengelernt habe oder in einem anderen Umfeld, in dem ich ihm die Adressen oder ihr die Adressen übergeben habe, plötzlich meine Kontaktdaten zur Verfügung stellt. Das ist ein Unding. Ich habe schon mehrfach festgestellt, dass ich von Werbefirmen auf Facebook in der Sondierung bin, wo ich mich dann frage, wo zum Geier haben die meine E-Mail-Adresse her? Denn ich nutze für Facebook eine andere Kontaktadresse und diese Kontaktadresse, die geheim ist, die keiner weiß außer Facebook und eben einige Kontakte, da frage ich mich dann schon, wer von meinen Kontakten diese Adresse in seinem Kontaktadressbuch hatte und dann sein Adressbuch mit dem Netzwerk abgeglichen hat. Und sollte ich das herausfinden, hat derjenige oder diejenige verschissen bis zur nächsten Steinzeit. Das ist also wirklich etwas, das sind unterschiedliche Arten und Weisen, wie du deine Kontakte, deine Freunde in den Netzwerken findest. Das eine ist völlig in Ordnung, wie gesagt, wenn du in einem Netzwerk abgleichst, ob die Personen in einem auch schon Kontakt sind in deinem anderen Netzwerk. Also beispielsweise kenne ich das von Pinterest und Facebook zum Beispiel oder auch Facebook und Instagram, logischerweise ist ja ein Haus. Da hast du eben die Möglichkeit zu sagen, guck mal, ob deine Facebook-Freunde auch auf Instagram sind. Guck mal, ob deine Pinterest-Freunde auch auf Facebook sind. Und wie gesagt, jeder ist ein mündiger Mensch. Das ist alles nur für 14 plus zugänglich. In dem Alter kann man davon ausgehen, dass jeder weiß, wie man mit Privatsphäre-Einstellungen umgeht. Da finde ich das absolut in Ordnung. Das ist also wirklich eine völlig legitime Art und Weise, solche Kontakte abzufragen und abzugleichen. Aber nicht das Kontaktnetz, dein Adressbuch hochzuladen. Das ist ein Unding. Also achte darauf, dass du es nicht tust und sprich auch durchaus auch mal deine Bekannten und Freunde an und auch deine Mitarbeiter, deine Kollegen, dass auch sie das doch bitte unterlassen möchten. Jedenfalls solange deine Adresse auf ihrem Handy bzw. auf ihrem PC, ihrem Laptop gespeichert ist. Das ist also meine Empfehlung dafür. Jetzt hatte ich für die Veranstaltung auch schon angekündigt, wie sieht das aus? Drei Dinge, wie du deine persönlichen Netzwerke, deine Freundesnetzwerke und auch deine Geschäftsnetzwerke nutzen kannst, ohne den jeweiligen Personen auf den Keks zu gehen. Es gibt ja verschiedene Arten und Weisen. Ich sag mal so, wenn du im geschäftlichen Umfeld unterwegs bist, auf Xing und LinkedIn, da ist es völlig legitim, da rechnet auch jeder mit, dass irgendwie zwischendurch auch mal eine geschäftliche Anfrage kommt in Form eines Kooperationsvorschlages, in Form eines, hallo, ich habe hier ein tolles Angebot, vielleicht ist das auch für dich was. Das ist auch völlig legitim. Deswegen sind wir ja auch alle in beruflichen Netzwerken unterwegs. Auf Facebook ist das auch durchaus okay, wohl das da auch eine andere Intention hat. Aber wenn du siehst, jemand tritt als Selbstständiger auf, als Unternehmer auf, wie meine Wenigkeit beispielsweise, ist das auch völlig in Ordnung, mir auch Angebote zu schicken und ähnliches. Finde ich völlig in Ordnung, habe ich kein Problem mit. Es gibt allerdings auch Menschen, die es wirklich übertreiben und die den Begriff Netzwerk nicht so verstehen. Du kannst es wunderbar machen, wenn du eine Kontaktanfrage stellst und diese Kontaktanfrage bestätigt wurde. Dann kannst du beispielsweise, ohne jemanden zu nerven, 2, 3 Sätze zur Begrüßung schreiben und dann anbieten, wenn irgendetwas ist, wenn du etwas aus meinen Netzwerken brauchst, dann sag Bescheid. Dafür sind Netzwerke da. So handhabe ich es. Ich bin immer, stehe immer auf dem Standpunkt, erstmal 5-mal mindestens etwas geben und für andere da sein, bevor man mal den Finger heben kann und sagen kann, ich hätte da auch noch was anzubieten oder ich hätte da mal eine Frage, könntest du mich da vielleicht auch mal bei unterstützen oder vielleicht ist das Angebot für dich auch interessant. Das ist so mein Standpunkt. Es gibt aber auch Menschen, das ist mir jetzt häufiger jetzt schon untergekommen, das finde ich absolut unangenehm, wenn jemand eine Kontaktanfrage stellt, ich das aufgrund des Profils annehme
Und dann in Reaktion sofort kommt, ja, hallo, schön, toll, lass uns mal gleich telefonieren. Und ich so denke, ja, okay, warum nicht? Es gibt nämlich auch Netzwerker unter den Netzwerken. Machen wir. Und ich dann feststelle, dass es sich bei dem Gespräch nicht darum dreht, dass man gegenseitig einfach mal erzählt, was man so genau tut, dass man sich so ein bisschen besser kennenlernt, dass man weiß, was kann man für den jeweils anderen vielleicht mit beisteuern aus den eigenen Netzwerken, was kann man da so mit einbringen, so nach dem Motto, du hast erzählt, du machst das und das, ich kenne da jemanden, der hat da Interesse dran, ich frage den mal, ob der oder diejenige auch Interesse hat, dann stelle ich mal unverbindlich den Kontakt zwischen euch beiden her und dann müsst ihr mal gucken, ob das was ist, ob ihr beide euch auch miteinander vernetzt. Das ist so eine gute Methode. Es gibt aber eben auch diese Methode, Kontaktanfrage versenden, Kontaktanfrage wird angenommen, Gespräch wird angeboten und dann geht es plötzlich in dem Gespräch darum, dass der andere, der das Telefonat angeboten hat, dir etwas verkaufen möchte. Also ganz penetrant unbedingt jetzt seine Geschäftsidee bei dir unterbringen möchte und sein Angebot bei dir unterbringen möchte und dann auch gar nicht versteht, warum du nicht höchst beglückt ist und nicht niedersinkst und die Füße küsst, weil dann dieses glorreiche Angebot um die Ecke kam, das du überhaupt nicht haben wolltest. Ja, also das ist die negative Form. Aber eine wirklich gute Form ist wirklich, wie du deine Kontakte, deine Netzwerke nutzen kannst, ohne deinem Gegenüber auf den Keks zu gehen, ist wirklich bei der Annahme einer Kontaktanfrage, das ist der erste Tipp, bei der Annahme einer Kontaktanfrage in dem Fall gleich sagen, willkommen in meinen Netzwerken. Wenn du irgendwas brauchst, melde dich, sag mir Bescheid, dafür sind Netzwerke da und das dann eben dann auch einhalten. Also ich habe es bisher immer so gemacht, wenn jemand gesagt hat, ich habe hier folgendes Problem, dieses, jenes, das, dann habe ich immer erstmal geguckt, kenne ich jemanden? Habe ich jemanden in meinen diversen Netzwerken, sei es jetzt auf Xing, LinkedIn, hier auf Facebook oder sonst wo, kenne ich jemanden, der da helfen kann? Wenn ich nicht selber machen kann, kenne ich jemanden. Es gibt ja auch ganz viele Berufe auf dieser Welt und dementsprechend, man kann nicht alles machen. Also da gucke ich dann erstmal und dann stelle ich einfach die Verbindung her zwischen den jeweiligen Parteien und dann ziehe ich mich raus. Also ich habe, auf Xing war sehr interessant, da ist also häufig auch so diese Spam-Methode auch unterwegs, da bin ich also sehr kritisch. Ich habe aber unter anderem auch vor, wann war das, 1,5 Jahren war das, auch eine Kontaktanfrage erhalten von einem Herrn aus China, wo ich dann auch erstmal skeptisch war, weil ich das nicht einschätzen konnte. War in englischer Sprache, schien aber soweit wissenschaftlich fundiert zu sein. Er ist Fotograf, er schreibt, ist Autor. Und dann habe ich das so ein bisschen nachverfolgt. Was macht diese Person? Und dann habe ich auch gesehen, gibt sich Mühe. Die Fehler waren dann mehr so vom Übersetzungsprogramm, aber es ergab Sinn, was da stand und habe dann auch die Kontaktanfrage angenommen. Und der hat mir dann erzählt, was er macht, dass er eben da Fotograf ist. Und dann habe ich dann auch die Verbindung hergestellt zwischen ihm und zwischen jemanden aus meinem Kontaktnetzwerk. Da ging es dann um Pflanzenzeichnen, habe ich den Kontakt hergestellt. Was draus geworden ist, weiß ich nicht, aber das fand ich dann logisch, weil das hat dann wirklich wie Faust aufs Auge gepasst. Da ging es in beiden Fällen, ging es um chinesische Pflanzen und chinesische Heilpflanzen sogar ganz konkret. Und auf der einen Seite war der Zeichner und Fotograf und auf der anderen Seite war jemand, der die Pflanzen anbaute. Das passte jetzt nur wirklich wie Faust aufs Auge. Also das ist wirklich eine Methode, da nervst du nicht. Im Gegenteil, da bist du sehr positiv in jeder Hinsicht. Positiv gegenüber dem neuen Kontakt, der sich ja bei dir gemeldet hat. Positiv auch gegenüber dem bestehenden Kontakt, weil da eventuell eine zusätzliche Verknüpfung entstanden ist. Zumindest weiß jetzt auch der Stammkontakt in Anführungsstrichen, dass er bei mir nicht nur eine Nummer ist, oder besser gesagt, in dem Fall war es eine Frau, dass die Frau, die Dame bei mir nicht nur eine Nummer in meinem Netzwerk ist, sondern ich dann halt auch im Blick habe, wer macht was
und wer könnte welche zusätzlichen Kontakte gebrauchen und das dann eben miteinander verbinden. Das ist also der wichtige Tipp Nummer 1. Damit störst du niemanden und du kannst trotzdem deine Netzwerke nutzen, denn beide Parteien haben eben jetzt auch auf dem Schirm, wenn was ist, kann da eventuell weiterhelfen. Und wenn wir mal was haben, Moment mal, wer hat uns noch mal da so toll miteinander verbunden, Carmen, da gucken wir doch mal, ob sie das vielleicht auch gebrauchen kann. Das ist so der Win-Win-Effekt, der dann einfach da entsteht. Er entsteht wie in der Offline-Welt. In der Offline-Welt ist es ja auch so. Der eine hat einen tollen Tipp, gibt den weiter und dann multipliziert sich das. Das war Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2, wie du das nutzen kannst, wie du deine Netzwerke nutzen kannst, um deine Ziele zu erreichen. Sei es jetzt wirtschaftliche Ziele oder Non-Profit-Ziele. Na, muss ich oder muss ich nicht niesen? Entschuldigung. Ach ja. Das hat mich jetzt wieder ausgebracht. Entschuldigt, ich bin heute wirklich ein wenig neben der Spur. Zweiter Tipp. Der zweite Tipp, wie du dein Netzwerk nutzen kannst, ist schlicht und ergreifend die Größe, die Breite, die Vielfältigkeit deines Netzwerkes. Egal welches Netzwerk es ist und welcher Algorithmus jetzt gerade arbeitet, es wird immer so sein, dass zumindest eine bestimmte Anzahl deiner Kontakte darüber informiert wird, was du gerade tust. Auf Facebook ist das sehr restriktiv geworden in den letzten Jahren. Also die Zahl der Personen in deinem Umfeld ist sehr gering geworden. In anderen Netzwerken ist da die Streuwirkung noch größer. Das heißt, wenn du irgendwo etwas postest, wenn du etwas likest, etwas kommentierst, dann bekommen deine Kontakte das immer mit. Und in der Form kannst du die Reichweite deiner Kontakte auch für deine Interessen nutzen, ohne sie zu nerven. Wenn du beispielsweise einen interessanten Artikel findest im Internet und diesen Artikel dann bei dir in der Chronik oder noch besser bei dir auf deiner Seite, jetzt auf Facebook oder bei dir in deinem Profil auf Xing oder LinkedIn als Beitrag oder als Artikel postest, weiterverarbeitest, dann bekommen deine Netzwerkmitglieder das mit, je nachdem, nach Algorithmus mal mehr, mal weniger Personen. Für die ist dieser Artikel eventuell dann auch interessant. Sie interagieren damit und ihre Kontakte wiederum bekommen mit, dass deine Kontakte mit diesem Artikel, mit diesem Beitrag interagiert haben und interessieren sich dadurch dann vielleicht auch dafür. Das ist also diese Wellenbewegung, wo ich dann auch sage, das ist eine zweite Möglichkeit, wie du dein Netzwerk nutzen kannst, ohne der Person dir gegenüber auf den Keks zu gehen. Das war die zweite Möglichkeit. Die dritte Möglichkeit hängt damit auch zusammen. Und zwar hängt das dann wiederum damit zusammen, wie rührig die Mitglieder in deinem Netzwerk sind, wie sehr aktiv oder inaktiv sie auf dem jeweiligen Netzwerk sind und ob sie auch so ein bisschen verstehen, wie die jeweiligen sozialen Netzwerke ticken. Und zwar geht es da dann darum, um die Empfehlung. Du kannst nämlich auch deine Freunde einmal einladen, dass sie deine jeweilige Fanpage liken oder auf Xing und Co., dass sie Mitglieder in deiner Gruppe werden, in deiner eigenen Xing-Gruppe oder auch LinkedIn-Gruppe oder wie auch immer. Oder dass sie mitpinnen auf deinen Gruppenboards, auf Pinterest, wie auch immer. Das ist die eine Möglichkeit, dass du sie einlädst und dass sie dann wiederum andere Personen ebenfalls einladen können. Das ist so die sogenannte Türstopper-Methode. Dadurch hast du bei Personen, die dich gar nicht kennen, im Grunde genommen schon einen leichten Fuß in der Tür. Du kennst es, wenn dir etwas empfohlen wird, bist du demjenigen, der dir empfohlen wird, etwas aufgeschlossener oder auch der Sache, die dir empfohlen wird. Also beispielsweise,
Geschäftspartnerin und Freundin hat mir sehr ans Herz gelegt, einen Podcast unbedingt mir anzuhören. NDR Info Podcast von Herrn Drosten, Wissenschaftler, Top-Virologe, der jetzt an dessen Lippen wir jetzt alle schon seit einigen Wochen hängen. Ich hatte das gar nicht so am Schirm, habe mich aber dann damit beschäftigt und bin sehr dankbar. Und habe diesen Podcast inzwischen auch weiterempfohlen, weil ich wirklich finde, dass das reale und vernünftige Experteninformationen sind, ruhig vorgetragen. Weder in die eine Richtung Hysterie noch in die andere Richtung ist ja alles nur Larifari. Also vernünftig, wissenschaftlich untermauert vorgetragen. Fand ich sehr gut. Also das ist so dieser Empfehlungseffekt. Und ich habe mich damit beschäftigt, weil es mir eben von dieser speziellen Person, die eben auch von mir sehr geschätzt wird, empfohlen wurde. Hätte es mir irgendein anderer empfohlen, hätte ich das vielleicht zur Kenntnis genommen, hätte das in meine Mach ich mal, wenn ich Zeit habe, Liste untergebracht. Und dann hätte ich das vielleicht erst so in 4 oder 5 Wochen irgendwann mal vielleicht mal einen Blick drauf geworfen und mal reingehört. Aber so habe ich festgestellt, stark von ihr empfohlen. Sie hört es sich immer an. Muss ich mal ein Öhrchen riskieren, muss ich mal reinhören. Und war definitiv auch gut. Das ist so dieser Empfehlungseffekt. Und diesen Empfehlungseffekt kannst du natürlich auch selber nutzen. Das heißt, wenn du jemanden einlädst, ist natürlich dann auch der Effekt, dass alle anderen das mitbekommen, dass derjenige auf deine Einladung reagiert hat. Verstärken lässt sich das Ganze, wenn du dann auch darum bittest, dass diejenigen, die deiner Einladung gefolgt sind, doch auch ihr Umfeld einladen in die jeweilige Gruppe, auf die jeweilige Seite oder zur jeweiligen Aktion, die heißen kann, nimm an der Umfrage teil oder teile diesen Beitrag oder kommentiere oder was auch immer. Das sind also so 3 Möglichkeiten, wie du dein persönliches Netzwerk nutzen kannst, um deine Ziele zu erreichen, ohne dass du deinem Gegenüber völlig auf den Keks gehst damit. So, jetzt ist es fast 1 Stunde, dass ich geredet habe. Meine Stimme hat gehalten, hat mich schon mal überrascht, aber sehr gut. Ich würde sagen, für heute ist jetzt erstmal für mich jedenfalls Feierabend. Ich begebe mich jetzt in die Waagerechte und versorge mich weiter mit heißem Tee und jeder Menge Taschentücher, die ich jetzt wirklich brauche. Ja, ich melde mich dann morgen wieder im Laufe des Tages und dann auch so im Laufe der Woche jetzt mal täglich. Einfach, um verschiedene Dinge mal so an den Mann und an die Frau zu bringen. Ich habe ja, wie gesagt, diese Gruppe eröffnet. Fühl dich eingeladen. Komm gerne mit rein. Beteilige dich gerne. Wenn du da zusätzliche Informationen hast, also seriöse Informationen, Links zu Verbandsinformationen, Links zu staatlichen Seiten und Co., beteilige dich gerne, finde ich ganz toll. Alles, was wir untereinander austauschen können, wie wir uns gegenseitig helfen können, ist höchst willkommen. Also, herzliche Einladung meinerseits. Und wir hören und sehen uns dann morgen oder übermorgen, wenn meine Stimme hält. Ansonsten würde ich nur schreiben. Macht's gut und bis dann, bleibt gesund und haltet euch von anderen fern. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Ach, Mann.